Der Helium SL. Ridleys neuer superleichter Rahmen. Bei allen Rahmen von Ridley folgen wir einer Entwicklungsphilosophie. Form follows function. Jede Rohrform, Rahmenkonstruktion und Geometrie wird aus einem bestimmten Grund gewählt. Von Anfang an sind Zuverlässigkeit, Steifigkeit und Festigkeit das Wesentliche an unseren Designs. Unsere Rohrformen werden direkt durch solche beeinflusst, die auch in der Natur vorkommen. Warum sollte man Risiken der Entwicklung in Kauf nehmen, wenn man von natürlich bewahrten Beispielen umgeben ist? Nach der Entwicklung des Helium, ein Rahmen berühmt im weltweiten Peloton, gab es eine neue Herausforderung, den Ridley-Standard bei Steifigkeit und Stabilität zu erhalten und gleichzeitig das Rahmengewicht zu reduzieren. Da die Form der Funktion folgt, wissen wir aus der Natur, dass die stabilste Form, für die man das wenigste Material benötigt, der Kreis ist, und hier begann das Design. Um die Stabilität und Steifigkeit zu maximieren, wurden Wissenschaft und Natur zusammengeführt und bestimmte Bereiche der runden Rohre abgeschrägt und verformt. Dank der Entwicklung des Rahmenkonstruktionstechniken war es uns möglich, einen Monocoque-Rahmen zu konstruieren, der dieselbe Qualität erreichte wie ein Rohrrahmen. Um noch weiteres Gewicht zu sparen, veränderten wir sehr kleine, aber wichtige Details der Rahmenkonstruktion des Helium. All dies führte dazu, dass wir den leichtesten aller Ridley-Rahmen schufen, mit nur 750 Gramm. Die Gabel fügen dem nur 300 Gramm hinzu. Dieses unglaublich geringe Gewicht wird durch die Verwendung von erhobten Hightech-Carbonfasern aus der Weltraumtechnik erreicht und das ohne dafür Steifigkeit oder Leistung zu opfern. Steifigkeit und Komfort spielten immer eine wichtige Rolle. Die flach ausgeführten Sattelstreben sind ein perfekter Kompromiss für seitliche Steifigkeit und Vibrationsdämpfung. Ein tonnenförmiges, leicht überdimensioniertes Steuerrohr bietet einen perfekten Kompromiss zwischen Gewicht und Steifigkeit. Das Oberrohr geht von der runden Form am Sitzrohr zu einer seitlich verstärkten Kastenform am Steuerrohr über, was einen perfekten Übergang von der Komfort- zur Steifigkeitszone bedeutet. Zusätzlich bietet das seitlich verstärkte, kastenförmige Unterrohr eine perfekte Kombination aus seitlicher Steifigkeit und vertikaler Vibrationsdämpfung. Die seitlich verstärkte Kettenstrebenbereich verbessert die Seitensteifigkeit, während die asymmetrischen Kettenstreben für die überrangende Tretlager und Kettenstrebensteifigkeit ohne störende Kübelsatzbeeinträchtigung sorgen. Die übergroße Verbindung zwischen Sitzrohr- und Tretlagerverbindung maximiert die Steifigkeit und Kraftübertragung. Das Bodenzugsystem ist 100% integriert und sowohl für mechanische als auch elektronische Schaltung DI2 und EPS geeignet. Die Kabellöcher können für elektronische sowie mechanische Gangschaltung benutzt werden. Dies heißt, dass es keine unnötigen Löcher gibt und viel saubere Bedienung gibt. Um den großen Unterschied möglich zu machen, haben wir uns auch die kleinen Teile angesehen. Die schmal designte Schaltwerkaufhängung verringert das Gewicht, ohne Kompromisse einzugehen. Das Ausfallende hat, verglichen mit den normalen Ausfallenden aus Vollcarbon, aufgrund der Einsätze aus rostfreiem Stahl eine 400% höhere Lebenserwartung. Das Helium SL hat 7% höheres Komfort im Sitzrohr gegen den normalen Helium. Wir haben Seitensteifigkeit bei 3% erhöht. Das Innerlager hat 8% mehr Steifigkeit und das Steuerrohr 4% mehr. All dies und wir haben das Gewicht bei 18% reduziert, mit Hightech Aerospace Carbon, mit 60 Tonnen Bewertung und ein komplett Monocoque Vorderdreieck. Die Seitensteifigkeit von der Helium SL Gabel ist bei 20% erhöht, während das Gewicht reduziert von 390 auf 310 Gramm ist. Der Helium SL, Ridleys neuer superleichter Rahmen.